Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wie ihr es im Titel schon gelesen habt, es geht um meinen neuen Sponsor. Ich sage da immer lieber Partner dazu. Und zwar werde ich jetzt von Shimano unterstützt in den Bikeparts Bremsen und Schaltung. Also alles, was zur Schaltung dazugehört. Schaltwerk, Kassette, Kette, Kettenblatt, Kurbeln, Innenlager. Und in diesem Video möchte ich zusammen mit euch die ersten Teile ranbauen. Also ein kleines Tutorial, aber ich denke mal, Tutorials gibt es auf YouTube genug. Aber ihr wisst, bei mir gibt es immer so ein paar extra Tipps und einfach soll es für euch ein bisschen Unterhaltung sein. Wir bauen zusammen die neuen Teile, beziehungsweise hier in dem Video bauen wir zusammen die Bremse auf meinem Stumpjumper ein. Und ich habe es in meiner anderen Bike schon alles eingebaut. Hier auf der Stumpjumper kommt was ganz Besonderes, aber ich zeige euch mal, was auf den anderen Bikes schon drauf ist. Zu meinem Trailbike zum Beispiel habe ich die XT4 Kolbenbremse draufgepackt. Die ist noch relativ neu, habe ich auch noch nie gefahren vorher. 180 mm Scheiben und auf dem Dirtbike die 2 Kolben XT mit 160 mm Scheiben. So, und bei den Bremshebeln gibt es auch ein paar Neuheiten. Hier auch egal, ob XT2 Kolben oder XT4 Kolben. Ich zeige euch das mal. Und zwar gibt es hier jetzt so einen Steg. Also ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber früher gab es das auf jeden Fall nicht. Hier so ein Steg am Hebel, der das Ganze noch ein bisschen abstützt und steifer macht. Und die Hebel haben ein paar Änderungen, also ein bisschen ergonomischer, lassen sich ein bisschen angenehmer greifen. Und mir schaut es auch so ein bisschen aus, als würden die leichter sein, weil die ein bisschen filigraner gearbeitet sind. So, und jetzt geht's um einen Stumpjumper. Was schrauben wir da drauf? Natürlich das edelste von Shimano, und zwar die XTR. Die XT reicht eigentlich vollkommen aus, aber ich will natürlich das Beste auf das Stumpjumper drauf haben. Und da kommt die XTR drauf, und die XTR ist nochmal so ein bisschen optimierter. Soll genauso viel Bremspower haben wie die XT4 Kolbenbremse, allerdings das Ganze noch ein bisschen leichter. So, ich habe hier schon mal alles schön bereitgelegt und das ist sie, die Shimano XTR 4 Kolbenbremse. Sau edles Teil und ich bin schon mega gespannt, das auf dem Bike zu fahren. Shimano bin ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gefahren. Und ja, der Hebel, hier sieht man auch ein bisschen den Hebel ein bisschen besser. Also der ist auf dem XT-Modellen, ja, müsste eigentlich genau der gleiche Hebel sein. Für alle meine Bikes habe ich die Shimano Icetech-Scheiben gewählt. Und diese Scheiben sind unverändert schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, unverändert, weil es einfach so funktioniert. Und ich zeige euch mal, was so besonders an dieser Scheibe ist. So, ich zeige euch erstmal mit dieser Kamera, die kann ich nämlich ein bisschen schärfer stellen. Und zwar, die Shimano Icetech-Scheibe hat hier in der Mitte einen Aluminiumkern, was einfach das Gewicht verringert. Aber das Ganze ist ein bisschen dicker, was die Scheibe wieder steifer macht. Und hier innen drin, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das so scharf bekomme. Ja, kann ich noch näher ran? Jawohl. Wenn man genau hinschaut, hier innen drin ist ein Aluminiumkern und außen ist Edelstahl. So, und der Aluminiumkern soll die Temperatur besser ableiten. Also das heißt, die Scheibe soll nicht ganz so stark erhitzen, wie als wenn das durchgehendes Edelstahl wäre. So, jetzt bauen wir die Bremsanlage gemeinsam auf meinen Stumpjumper ein. Dabei gibt es ein paar Tipps für euch, aber wie auch im letzten Tutorial ich gemerkt habe, von euch gibt es auch ein paar, die sich richtig gut auskennen. Deswegen, wenn ihr es besser wisst, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich denke, das hilft jedem anderen weiter, weil ich bin auch nicht allwissend und kann beim Schrauben auch nicht alles wissen. Man kann es immer ein bisschen besser machen. Und, aber ich bin nun mal alleine vor der Kamera und versuche euch das wiederzugeben, was ich weiß. Und ja, wir machen mal das Licht an, damit wir gleich ein bisschen mehr sehen. Auch wenn ich das Licht nicht mag, weil das irgendwie so kalt ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Vorderradbremse an, die einfacher ist zu umzubauen. Also ich starte jetzt mit den Bremsscheiben. Das heißt, wir müssen erstmal das Laufrad rausnehmen. Moment, ich muss euch zeigen, wie ich hier stehe. Pass auf. So habe ich hier gerade gestanden. So in die Kamera gesprochen. Also es ist so bescheuert, Leute. Wenn man am Filmen ist, dauert das alles so viel länger. Alleine, weil man die Kamera immer umstellen muss, mit der Kamera sprechen muss. Macht mir aber Spaß natürlich. Am liebsten hätte ich euch einfach alle dabei, dass ihr auch Fragen stellen könntet. Und wir darüber quatschen. Und ich denke, dann würde das Ganze einen ganzen Tag dauern. Wäre aber ganz spannend. So, Bremsscheibe demontieren mit einem Torx. Ich habe aber ein Spezialwerkzeug. Geht ein bisschen schneller, aber vorsichtig.
So, wer das von euch auch wieder mit der Bohrmaschine anzieht, da schauen, dass ihr so eine Bohrmaschine habt mit Drehmoment-Einsteller. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein genaues Drehmoment ist, was man hier einstellen kann. Aber man kann es wirklich so einstellen, dass wenn man das festknallt, dass die Schraube noch nicht endfest ist, sondern dass man das dann mit der Hand oder am besten mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen kann. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen knattert, das ist halt der Drehmomentanschlag. Und ja, Schrauben an den Bremsscheiben natürlich im Überkreuz anziehen. Also fangen wir hier an. Da sieht man, das schon ein bisschen mehr Power drauf geben. So, also hier überkreuz. So, und wer jetzt denkt, die Schrauben sind zu fest, werdet ihr jetzt sehen, dass ich hier noch ein bisschen nachziehen kann. Natürlich wäre es jetzt einfacher, das Laufrad draußen zu lassen, wenn wir gleich noch die Bremse einbauen, aber ich zentriere die Bremse auch gleichzeitig dann, wenn ich sie eingebaut habe, und deswegen zumindest beim Vorderrad kann man da das Laufrad wieder einbauen. Okay. Ich habe jetzt vorne die falsche Scheibe eingebaut, das ist die 180er, da muss die 203er drauf. Also nochmal das Ganze. So, jetzt muss erstmal der Bremssattel demontiert werden und der Adapter, weil hier bei dem Shimano Bremssattel habe ich gleich einen hübscheren, dezenteren Adapter, als der hier drauf ist. So. So, dann geht's hier weiter. Müssen wir die Leitungshalterung an der Gabel abschrauben. Bei manch anderen Bikes ist da vielleicht ein Kabelbinder dran, den muss man dann durchknipsen. So, und letzter Schritt, den Bremshebel auch lösen, aber hier löse ich jetzt zuerst den Hebel für die Sattelstütze, weil den brauche ich ja noch auf dem Bike. Alle Bauteile nach Möglichkeit wieder so ein bisschen zusammenschrauben, dass es nicht verloren geht und ihr nicht ganz so viele Schrauben auf dem Boden suchen müsst. So, als nächstes befestige ich den Bremshebel, und Shimano hat auch ein System, um einen Schaltträger oder Sattelstützenhebel an der Klemmschelle von der Bremse zu befestigen, nennt sich Iceback. Und für die Sattelstütze, das Ding habe ich noch nicht, das ist noch im Versand. Aber ich wollte euch erst mal zeigen, wie das beim Schaltträger aussieht. Und zwar hat man hier so einen Bereich, den man einstellen kann. Und das kommt dann, Moment, den Bremshebel dran. Also sehr dezent und sehr weite Verstellmöglichkeit, habe ich auf einem anderen Bike schon eingebaut. Und jetzt aber in dem Fall, weil ich den Hebel von der Sattelstütze noch nicht habe, muss ich das hier mit so an der Klemmschelle extra befestigen, und dafür muss ich leider auch den Griff abziehen. Ich denke, viele von euch fahren auch die Easy Grips Extra Chunky oder Chunky Griffe, und da ist es immer so ein bisschen problematisch, die drauf zu ziehen oder abzuziehen, und ich zeige euch jetzt mal einen Handgriff, wie das ganz einfach geht. Aber erstmal muss der Stopfen ab, und zwar braucht ihr beide Hände, macht sie so, so gehen sie an den Griff dran, und dann mit dem Fuß hier am Steuerrohr abstützen und dann kräftig ziehen. Zack. So, aber in der Zwischenzeit legen wir den Silikongriff in einen Teller mit heißem Wasser ein. Hier vielen Dank an den Tipp von Gravedigger, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, bei neuen Griffen ist es richtig schwierig, aber wenn die Griffe schon mal drauf waren, geht es damit wirklich sehr, sehr einfach. So, dann können wir den Bremshebel hier drauf schieben und bei den Shimano XT und XTR Bremshebeln drauf achten. Hier ist ja dieser Steg, der das Ganze ein bisschen versteifen soll. Und wenn man hier so eine Klemmschelle drauf machen möchte, also da bietet sich dieser Platz dafür an. Habe ich schon ausprobiert auf dem anderen Bike, dass man das hier gerade mit drauf zieht. So, jetzt hole ich den Griff, der in warmes Wasser eingelegt ist, und den ziehen wir wieder drauf. Da kamen auch viele Tipps in den Kommentaren in bisherigen Videos, das mit Haarspray zu machen.
Kann man machen, hält auf jeden Fall richtig gut, aber die Easy Grips sind bisher noch nie verrutscht bei mir. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man die Griffe wieder abziehen möchte, ob da das nicht zu krass dran klebt. Deswegen so mit warmem Wasser funktioniert es einwandfrei. Okay, ich hole mal den Griff und dann ziehen wir den zusammen drauf. Dafür am besten auch einen Lappen nehmen um den Griff herum, damit man mit der Hand nicht auf dem Silikon herumrutscht. Und draufziehen mit drehenden Bewegungen. Also ich muss zugeben, hier auf dem Carbonlenker geht das wirklich sehr viel schwieriger als auf einem Alulenker. Es gibt da wie die Sau. Aber immer noch einfacher, als wenn man es versucht, trocken drauf zu ziehen. Das wäre nämlich schon fast unmöglich. Aber ich habe es jetzt schon fast drauf. Dann der Endstopfen drauf, der den Griff und den Hebel schützen soll. Und auch dieser Endstopfen soll vor Verletzungen schützen. Wenn man ohne den Endstopfen fährt, stürzt und sich den Lenker hier in den Bauch rammt, hat man da weitaus größere Verletzungsrisiken. So, diejenigen von euch, die mir schon länger auf YouTube folgen, wissen, dass ich eine Schulterverletzung habe, also Schulter-Eckgelenksprengung, TOSSI 3 genannt. Und jetzt habe ich in letzter Zeit gar kein Feedback mehr dazu gebracht, wie es mir geht, aber es geht richtig gut. Ich habe zwar immer noch sehr viele Physiotermine vor mir, aber ich kann schon richtig, richtig viel mit den Armen, also nach oben strecken, kann ich schon hier so, also normalerweise so, weiter traue ich mich gerade nicht. Also es tut nicht weh, aber ich traue mich nicht mit dem rechten Arm weiter. Und nach oben mit einem gesunden Arm hier am Ohr entlang hoch und mit dem fast am Ohr. Also ich traue mich einfach nicht mehr, nur beim Physiotherapeut, wenn er sagt, okay, mach jetzt ganz langsam eine Übung, wo du den Arm höher hebst. Und es geht richtig gut. Wo ich auch gestern die anderen Bikes eingefahren habe im Hof, also die Bremsscheiben mal getestet habe, bin ich auch wieder so ein bisschen rumgeübt. Also es geht schon wieder richtig gut, aber Freigabe richtig belasten erst ab Ende Februar. Und so lange halte ich noch die Füße still, dass es auf jeden Fall sehr gut heilt und nicht nochmal einen Rückschlag gibt. Okay, deshalb, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich das Bike jetzt wieder hier draufheben muss. Und das sind immerhin 14 Kilo. Aber das geht ohne Probleme. So, dann nehmen wir den Adapter. Ich halte es mir erstmal dran, um zu gucken, ob es der richtige ist. Die Bremse. Jawohl, das passt. Okay, dafür nehmen wir jetzt die Schrauben. Dann haben wir einmal eine lange und einmal eine kurze. Welche habe ich jetzt gerade in der Hand? Die lange. Die machen wir hier rein. So, die Bremssattelschrauben ziehen wir jetzt einmal fest an, dass wir auf Anschlag kommen und dann lösen wir es wieder um eine Viertelumdrehung. So, fest an und wieder lösen, damit einfach der Sattel locker sitzt, dass wir das ausrichten können. Und deswegen möchte ich den Sattel montieren, während die Scheibe, während das Laufrad schon montiert ist, damit ich das jetzt schon mal ausrichten kann. So, jetzt kommt ein wichtiger Punkt und zwar Bremssattel ausrichten. Dabei gibt es die Möglichkeit, einfach den Bremssattel locker anzuschrauben, den Bremshebel ein paar Mal zu ziehen, dann festzuhalten, dann unten die Schrauben, die Bremssattelschrauben fest anzuziehen und dann sollte der Sattel sitzen. Aber nach meiner Erfahrung passt das eigentlich nie. Man muss trotzdem nochmal nachjustieren und deswegen mache ich es halt direkt, wenn ich den Sattel festschraube. Deswegen auch ist das Laufrad schon montiert und ich versuche das jetzt noch mit einer anderen Kamera zu filmen, damit ihr das möglichst mal seht. Also beide Bremssattelschrauben sollten locker sein, so dass sich der Bremssattel verschieben lässt. Und jetzt müssen wir ihn so positionieren, dass rechts und links an der Bremsscheibe zu dem Belegen ein Luftspalt ist. So, also muss man genau schauen. Jetzt durch die Kamera ist es wirklich schwierig. Man kann auch immer leicht das Rad dabei drehen und auch einfach mal hören, ob es irgendwo berührt. So, oben würde es so eigentlich optimal passen. Natürlich beim Schraube anziehen, nicht nochmal den Bremssattel verschieben. Und unten muss es ein bisschen. Das ist immer zu viel. So. So, dann mache ich es mal fest. Bremssattel schrauben, wenn ihr Drehmomentschlüssel habt, mit 8 Newtonmetern. So viel ich weiß. Und jetzt schauen wir, ob die
Bremsscheibe da ohne Schleifen durchläuft. Jawohl. Okay, trotzdem aber nach der ersten Testfahrt, also nach der ersten Testfahrt höchstens 100 Meter, da nochmal genau nachschauen, weil ich glaube, hier kann ich es auch noch ein bisschen genauer einstellen. Aber so reicht es schon mal für die erste Runde. Jetzt muss er die Leitung durchziehen. Hier auch immer schauen, wenn ihr zwei neue Bremsen habt, dass ihr auch die richtige Bremse vorne montiert und nicht die Hinterradbremse mit der längeren Leitung. So, jetzt haben wir den Sattelstützenhebel fest und ich mache es immer so, dass Schaltträger oder Sattelstützenhebel immer so weit entfernt ist, dass es gerade an der Kante, da wo ein Griff anfängt, gerade da anschlägt, also nicht reinhängt oder aber auch nicht zu weit draußen ist nach Möglichkeit. Das heißt, hier müsste ich hier den inneren nehmen. Also hier, ich meine das innere Gewindeloch. Schon mal einigermaßen fest, aber positionieren, genau positionieren, das muss ich dann, wenn das Bike auf dem Boden steht. Jetzt müssen wir eigentlich als nächstes die Leitung kürzen und in den Bremshebel befestigen, aber da ich da Handschuhe und Brille anziehen muss, machen wir das zum Schluss. Erstmal bauen wir auch die Hinterradbremse ein, was immer eine etwas größere Herausforderung ist bei den neuen Bikes, wenn man da innenverlegte Züge hat. Und da kann es sich manchmal ein bisschen schwierig gestalten. Wir werden gleich sehen, ob wir da irgendwelche Probleme haben werden, ob es irgendwo sperrt oder sowas. Hier gibt es wieder viele Unterschiede bei den Bikes. Jetzt beim Specialized Stumpjumper muss ich das Hinterrad ausbauen, um gleich richtig arbeiten zu können, um die Leitung gleich richtig zu verlegen. Aber es gibt Bikes, wo man das Hinterrad nicht unbedingt ausbauen muss, um die Hinterradbremse zu verlegen. Aber ich muss es ja eh ausbauen, weil ich die Scheibe tauschen muss. So, die Bremsscheibe ist montiert. Als nächstes müssen wir ja eigentlich den Bremshebel demontieren und die Leitung durchziehen. Ich werde es aber jetzt so machen, dass ich den Bremshebel eingebaut lasse und erstmal die Leitung kappe und durchziehen und dann den Bremshebel ausbaue, damit einfach nichts ausläuft. Also man kann es so oder so machen, aber jetzt bei den paar Malen, wie ich es gemacht habe, war es so einfach geschickter. Also dafür müssen wir erstmal hier diese Kappe abziehen. Geht manchmal schwierig, manchmal einfach. So, jetzt drehe ich den Bremshebel nach oben, also mit der Leitung nach oben, dass wenn ich gleich die Leitung hier rausziehe, die Bremsflüssigkeit nicht rauslaufen kann. So, jetzt hätte ich es fast vergessen, am besten noch einen Lappen drunter machen, damit, wenn da was ausläuft, nicht auf den Boden tropft. So. Ich versuche halt immer so zu greifen, dass ihr was seht. Das ist richtig blöd, am Bike zu arbeiten, wenn man gleichzeitig noch die Kamera drauf haben möchte. Und dann ziehen wir die Leitung raus. So, nichts getropft, sehr gut. So Leute, was wir als nächstes machen müssen, ist hier das Stück abschneiden, um die Leitung durch den Rahmen durchzuziehen. Und hier ist es so, wir brauchen jetzt entweder einen Leitungsschneidewerkzeug. Hatte ich auch eins gehabt, aber das war so ein Billigteil, das ist direkt kaputt gegangen. Ich mache es halt einfach weiterhin mit einem Cuttermesser, funktioniert immer. Und hier ist das Ding, da muss ich euch einen wichtigen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr jetzt was abschneidet, haltet es bitte nicht an dem Stück fest. Wenn ihr nämlich jetzt einfach abschneidet, dann flutscht die Leitung weg und es kann Bremsflüssigkeit aus der Leitung rausspritzen, euch in die Augen spritzen. Da solltet ihr eigentlich eine Brille tragen, sowieso, und Handschuhe auch, aber ich mache das jetzt hier nur das kleine Stück, da würde das schon klar gehen. Da deswegen immer an der Leitung festhalten, die halt nicht der Abfall sein wird, ne? Das heißt, wenn ich das Stück jetzt abschneiden möchte, halte ich das hier dran fest. Dafür sollte man eigentlich auch einen festen Untergrund haben, also entweder jetzt ein dickes Buch hernehmen und jemand hält es fest oder man hebt das Bike runter oder man hat einen anständigen Werktisch, wo man das mal kurz drauflegt. Ich habe aber jetzt in den letzten Tagen, wo ich meine anderen Bikes umgebaut habe, was Cooles gemacht. Und zwar habe ich hier ein Stutzeneinpresswerkzeug und damit klemme ich hier einfach die Leitung fest. So, an der Stelle werde ich es gleich abschneiden. Klemme ich die Leitung fest und jetzt kann ich einfach in Ruhe abschneiden und weiß ganz genau, es wird mir jetzt nichts in die Augen spritzen. Ich werde auch kaum was auf die Finger bekommen. Also normalerweise müsste ich jetzt Handschuhe anziehen, aber nachher werde ich das noch ziemlich viel machen, auf jeden Fall, dann die Finger voll mit Bremsflüssigkeit haben. Deswegen spare ich mir das jetzt. Okay, also das Stück muss abgeschnitten werden. Das mache ich jetzt gerade.
Mit dem Messer bitte immer vorsichtig sein. So, ist abgeschnitten. Und dann kann ich das Stückchen hier abnehmen. Moment, ich schneide mal noch ein bisschen besser hier ab. So, okay, jetzt kommt der, sag ich mal, noch einfache Teil. Und zwar ziehen wir jetzt die Leitung durch den Rahmen durch. Dafür löse ich das jetzt hier wieder. Und es kann sein, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, damit hier nichts ausläuft, da ein Klebeband drum zu wickeln. Habe ich am Anfang auch so gemacht, also früher immer, weil ich habe hier früher andere Bremsen gefahren, da waren dünnere Leitungen, da ging das. Hier sind die Leitungen etwas dicker, da geht das nicht. Da könnte es nämlich sein, wenn ihr Pech habt, dass das Klebeband in der Leitung irgendwo stecken bleibt. Deswegen macht das lieber nicht. Also erstmal hier die Mutter und das Gummi abmachen. Jetzt vorsichtig und dann können wir gleich die Leitung durchziehen. Bremssattel ist demontiert. Jetzt können wir hier einfach die Leitung vorsichtig, langsam rausziehen. Vorsichtig, langsam, weil wenn hier gleich das Endstück kommt, sollte es hier auch nicht rausschnippen, weil jedes Mal, wenn das so schnippt, also die Leitung so stark hin und her wackelt, geht immer Bremsflüssigkeit verloren. Und das ist schlecht, wenn man die Bremse wieder einbauen möchte. So, jetzt kommt das letzte Stück. So, perfekt. Also Leute, das ist eigentlich eine Sache von unter einer Stunde, sage ich mal. Aber ich bin hier schon mehrere Stunden dran, weil ich hier am Filmen bin, die Kamera jedes Mal am Umstellen bin, alles am Kommentieren, was ich mache. Ich muss aber sagen, dieses YouTube, die Leute dabei sein lassen, das macht mir einfach Spaß. Das macht mir mein ganzes Hobby, das ganze Fahrradfahren, die ganzen Touren, macht das einfach viel schöner und es bleibt alles in Erinnerung. Wenn ich jetzt nämlich so überlege, so in 10 Jahren oder so, wenn ich vielleicht Kinder habe, oder dann 15 oder 20 Jahren oder 30, und wenn die sich dann meine Videos anschauen und die ganzen Abenteuer, die ich hier erlebe, auch noch mal sehen können. Das ist schon krass. Wenn man überlegt, wie viele Videos ich auf YouTube habe, ist das schon wirklich ziemlich krass. Und jetzt so die letzten Jahre ist es ja auch immer so, dass jede Tour, die ich mache, ich euch dabei mitnehme. Also es gibt selten eine Fahrradtour, wo ich euch nicht mit dabei habe. Und ja, deswegen, das gehört bei mir zum Fahrradfahren schon dazu, dieses Filmen und so, was natürlich, woran natürlich, aber ein bisschen auch das Fahrradfahren und die Zeit, sage ich mal, nicht leidet, sondern einfach kostet, natürlich. Aber ich mache es gerne. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr gerne mir bei so einem Kram zuschaut. Auch jetzt hier, wie im Video am Anfang gesagt, es gibt so viele gute Tutorials auf YouTube, genau für die Komponenten, die ihr dann gerade einbaut. Deswegen, wenn ihr nach Tutorials sucht, dann mal schauen. Okay, es gibt auch viel Schrott, habe ich auch schon gesehen. Aber bei mir ist halt immer so ein paar Special Tricks, ein paar persönliche Tipps und Tricks und es soll halt euch halt einfach unterhalten. Ich hoffe, dass ihr meine Videos nicht schaut, wenn gerade draußen gutes Wetter ist. Dann solltet ihr nämlich selber raus, Fahrrad fahren oder was auch immer ihr macht, was euch Spaß macht, das zu machen. So, jetzt werden wir die Hinterradbremse, die XTR, durch den Rahmen durchführen und da finde ich ziemlich cool von Shimano, bekommt man die Bremse demontiert, also da ist der Bremshebel nicht schon montiert, aber ist schon befüllt und auch schon entlüftet. Also ich musste bei den anderen Bikes musste ich nicht entlüften, bis auf bei einem muss ich entlüften, weil da habe ich Mist gebaut beim Einbauen. Und hier ist zum Beispiel so ein Gummistopfen, den zieht man ab und dann ist hier ein Stutzen drin. Ich hoffe, ihr seht das durch die Kamera. Hier ein Stutzen drin. Ja, das wird unscharf. Hier ein Stutzen drin, der zu ist. Also kann nichts auslaufen. Das heißt, man kann jetzt in Ruhe, ohne dass man Angst haben braucht, dass Schmutz von dem Kabelschacht in die Leitung rauskommt, reinkommt oder Bremsflüssigkeit austritt, kann man das in Ruhe einfach durchfremeln und dann muss man es entweder an diesem Stück hier in dem goldenen, entweder da kappen, aber ich werde es wahrscheinlich irgendwo hier kappen, weil ich es ein bisschen kürzer haben will. Und genau, das schieben wir jetzt durch. Mal schauen, ob jetzt Probleme auftreten, ob wir was machen müssen. Da ist das kleine Loch. Dann stecken wir die Leitung hier rein.
und schieben sie einfach durch. Also an ein paar Stellen geht das wahrscheinlich schwer. Ja, also es kann immer irgendwo stecken, weil da irgendwo Kurven im Rahmen sind, die Leitung machen muss. Kommt halt immer von Bike zu Bike drauf an, wo der Schacht langgelegt ist. Aber hier beim Stumpjumper, oh, ich bin da hinten schon raus. Warte mal, da filme ich euch nochmal, wie ich da rauskomme. So, seid ihr bereit? Jetzt kommt die Leitung durch. Da ist sie. So, das schiebe ich jetzt komplett durch. Jetzt geht es an die Kamera, ans Mikro. So, jetzt schieben wir die Leitung so weit rein, dass wir hier gleich an die Verschraubung kommen. So, jawohl, so sitzt das perfekt ein bisschen raus. So. So, und bei XTR ist es so, das ist ja halt die Gruppe von Shimano, die Top-Gruppe, die ultra leicht ist, und da sind sogar Titanschrauben mit dabei. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Titan ist, aber ich glaube schon, weil die sind so super leicht, die haben auch diese typische Titanfarbe, und die mache ich hier gerade fest. Also hinten brauche ich keinen Adapter, weil dann habe ich dann, also der Hinterbau ist ausgelegt für 180 mm Scheiben. Also hier diese Aufnahme. Wenn ich jetzt 200er Scheiben drauf machen wollen würde, dann müsste ich da einen Bremssatteladapter noch drauf machen. Also ich bin schon so gespannt, wie sich die Bremsen fahren lassen, weil ich habe schon XT gefahren, ich habe sie gefahren, Saint habe ich schon mal gefahren, aber nicht die XT4-Kolben oder XTR4-Kolben. Da bin ich schon super mega gespannt. Naja, bis auf halt gestern habe ich die anderen Bikes, wie gesagt, auf der Straße ein bisschen eingefahren, da habe ich schon gespürt, und es ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen XT2-Kolben und XT4-Kolben. Also XT4-Kolben jetzt auf dem Tri-Bike zum Beispiel, packt schon übelst zu, und die Bremsscheiben waren noch nicht mal eingefahren. So, jetzt müssen wir natürlich noch den Bremshebel befestigen. Diesmal brauchen wir aber nicht den Griff abzuziehen, weil ich werde ja auch die ganze Schalteinheit tauschen. Und da habe ich jetzt auch schon vormontiert den kleinen Block hier für, also es nennt sich Iceback, damit man da nachher den Schalttrigger befestigen kann. So, das habe ich schon mal hier dran. Und die Schelle kann man hier bei Shimano auch ohne Probleme öffnen, indem man erstmal hier die Schraube löst. Jetzt geht das erstmal nicht direkt auf, aber man hat, ich hoffe, das sieht man, man hat hier ein kleines Loch, da steht drauf Push to Open, und dann nehme ich meinen kleinen Imbusschlüssel, stecke den da rein, drücke ein bisschen und die Schelle öffnet sich. So kann ich es jetzt ganz einfach an den Lenker bringen. So, ein Bremshebel, Schelle nie zu fest anziehen, so dass, wenn ihr stürzt, dass sich das mit ein bisschen Gewalt noch verstellen lässt. Also hier, das ist optimal. Ich kann euch dafür keinen genauen Drehmoment sagen, weil es immer darauf ankommt, was es für eine Bremshebelschelle ist und was für ein Material oder für eine Oberfläche euer Lenker hat. Auf jeden Fall sollte es so sein, dass mit leichter Gewalt sich der Bremshebel verdrehen lässt. Natürlich nicht zu locker, dass ihr nicht während dem Fahren, dass sich das verdreht, aber so, wenn ihr stürzt, geht der Hebel nicht kaputt, sondern der verdreht sich einfach nur. So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt, und zwar müssen wir jetzt die Leitung in die Bremshebel reinbekommen. Das ist, sage ich mal, das Schwierigste bei der ganzen Sache, wenn man da einfach auch was falsch machen kann. Zu kurz abschneiden, Mineralöl, beziehungsweise ist bei der Shimano-Bremse Mineralöl drin, bei manch anderen Bremsen DOT ist noch giftiger, und das könnte austreten, kann einem in die Augen spritzen, deswegen ziehe ich jetzt auch eine Brille an. Und man sollte dabei auch Handschuhe tragen. Also wenn ihr da nicht so fingerfertig seid, holt euch Hilfe oder lasst es im Fahrradladen machen. Mit meinem Videotutorial solltet ihr es eigentlich auch hinbekommen. Aber natürlich ist jede Bremse ein bisschen unterschiedlich, und da gibt es ein paar Unterschiede. Ich zeige euch das Ganze bei der Shimano-Bremse. Und was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall ein Lappen, ein Messer oder Leitungsschneidewerkzeug, und hier bei Shimano brauchen wir auch ein Stutzen-Einpresswerkzeug. Also Stutzen ist dieses kleine Ding, was gleich in die Leitung eingepresst wird. Und damit wir nicht vergessen, hier das vorher einzustecken, machen wir das gerade als erstes.
Wir machen das bei der Vorderradbremse, fangen wir an. Also ich zeige euch Vorderrad- und Hinterradbremse und ich zeige euch zwei verschiedene, sag ich mal, Weisen, wie man das machen kann. Ich denke, das ist aber auch nur bei Shimano so möglich, weil Shimano hat da schon vorgearbeitet und ist ganz einfach gemacht. Aber bei anderen Bremsen ist es nicht so, da muss man das separat machen und das zeige ich euch auch, wie man das separat machen kann. Aber erstmal das, wie es bei Shimano geht. Also erstmal muss hier diese Gummipropfen ab. Zack. Und da ist wieder der Stutzen, der zu ist. Das muss gleich erstmal abgeschnitten werden, beziehungsweise sticke ich erstmal schon mal hier dieses Gummiteil drauf, dass ich das nachher nicht vergesse. Und jetzt schaue ich, welche Länge ich abschneide. Also ich sag mal, Vorderradbremse am besten mal so lang machen, dass hier der Bogen bis zur Mitte vom Lenker geht. Das sollte immer passen. Und hier natürlich dazu berechnen, dass die Leitung hier noch in die Bremse eintaucht, ungefähr bis hierhin. Jetzt halte ich hier an der Stelle fest. Dort werde ich das gleich kürzen. Dafür nehme ich wieder hier mein Werkzeug. Ihr müsst es das irgendwo am Tisch befestigen oder so, wenn ihr so ein Ding nicht habt. Und da, wie gesagt, jetzt, wenn ihr das abschneidet, haltet bitte nicht hier dran fest und schneidet, weil dann schnippt das einfach weg und die Flüssigkeit aus der Leitung, die ihr braucht, geht dann raus, sondern haltet hier in der Leitung fest und hier das versucht so abzulegen, dass es halt auch nicht wegfliegt und euch irgendwo die Wohnung versaut oder eine zweite Person, die das halt einfach festhält. Dann natürlich vorsichtig, dass man sich nicht verletzt. So, ihr habt gesehen, also da ist bestimmt irgendwo auch wieder was rausgeflatscht. War jetzt nicht so geschickt. So, jetzt stecken wir hier den Stutzen leicht rein. Dann ins Werkzeug. Klemmen. Und jetzt kann ich hiermit einfach den Stutzen ganz easy reinpressen. Wenn man so ein Werkzeug nicht hat, könnte es sein, dass man sich abquält, die Leitung festzuhalten, da mit dem Hammer irgendwie den Stutzen reinzuhauen. Aber ich sage euch, investiert in so ein Ding, das kostet keine 20 Euro. Gibt es natürlich auch teure. Und damit habt ihr dann ein Leben lang für euer Bike-Leben etwas, um Bremsen zu montieren. So, jetzt nehmen wir die Leitung vorsichtig irgendwo hin. So am besten, dass die Öffnung nicht nach unten zeigt. Und jetzt müssen wir die Bremse nach oben drehen. Und jetzt zeige ich euch die erste Möglichkeit, wie wir eine Shimano-Bremse montieren, also wie man es immer machen würde. Bei anderen Bremsen ist es dann ein bisschen anders. Und zwar ziehen wir jetzt erstmal hier den Stutzen raus. So. Und gleich könnte etwas auslaufen, deswegen lege ich schon direkt den Lappen hier hin. Jetzt nehmen wir die Leitung und stecken sie einfach hier rein. Aber wir müssen gucken, dass wir wirklich komplett drin sind. Also wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann sind wir komplett drin. Innen drin ist es jetzt so, dass hinter der Mutter sich eine Olive befindet. Die zeige ich euch gleich im nächsten Schritt. Und die Olive, wenn ich die Mutter gleich anziehe, quetscht die Olive das zusammen und dabei dehnt sie sich aus oder wird halt verformt und macht das Ganze dicht. Und durch die muss man hier durchkommen, wenn ich die Leitung reinstecke. So, so schaut es schon mal gut aus, auch wenn da was ausläuft. Und jetzt brauche ich nur noch hier die Mutter anzuziehen. Und man zieht es so weit an, also man kann es auch im Drehmomentschlüssel machen, aber man zieht es so weit an, bis man deutlich einen Widerstand spürt. So habe ich es bei jeder Bremse bisher machen können. Also es geht jetzt schon recht schwer. Das ist die Olive, die sich da auseinanderdrückt. Aber irgendwann geht es gar nicht mehr. Und ich weiß, es ist immer dann, wenn so das Gewinde nur noch so 2 mm zu sehen sind. So, jetzt. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das sollte auch schon ausreichen. Jetzt müssen wir hier die Stelle am besten mit Alkohol reinigen. Aber ich habe leider immer noch keins. Deswegen werde ich ja kurz vorsichtig mit Bremsenreiniger drauf sprühen. So, das Ganze ist sauber. Jetzt hoffen wir, dass wir hier diesen Freund nicht vergessen haben, drauf zu machen vorher. Kann das drauf, aber vorher würde ich euch empfehlen, das erstmal abzulassen
und schauen, ob das Ganze auch dicht ist. Das heißt, ich mache die Bremse wieder runter. Bei Shimano haben wir hier auch so einen Sicherungsriegel, so dass ich den Hebel jetzt noch nicht ziehen kann. Jetzt ziehe ich die Sicherung raus. Jetzt stört der Griff. So. Und jetzt kann ich schauen, ob das hier alles dicht ist. Das erste Mal die Bremse ziehen. Klar ist noch ein bisschen Luft drin. Das heißt, am ersten Ziehen wird der Druckpunkt noch nicht da sein, aber jetzt ist er schon da. Und wenn ich jetzt richtig festziehe, da kommt nichts raus. Das ist dicht. Sehr gut. Fertig. Gummi drauf. Und dann ist die Bremse fertig. Wenn jetzt natürlich man geschludert hat und es ist beim Einbau Bremsflüssigkeit verloren gegangen, dann müsste man die Bremse nochmal entlüften. Entlüftungskit bekomme ich die Tage noch, dann muss ich halt noch ein Bike eine Bremse entlüften. So, wenn ich gleich auch an der Hinterradbremse rummache, da ist ja jetzt das Laufrad nicht eingebaut, das heißt, es ist auch keine Scheibe drin. Wenn ich jetzt gleich am Hebel ziehe, würde ich die Kolben rausdrücken. Dafür stecke ich hier einfach eine Transportsicherung rein, die mit dabei geliefert wurde. Und dann kann nämlich nichts passieren. So, jetzt machen wir das Ganze auch noch auf der Hinterradbremse. Und da, wie gesagt, zeige ich euch die andere Möglichkeit. Oder, ja, nicht andere Möglichkeit. Es ist das Gleiche, nur so wird es dann sein, wenn ihr eine Bremse zerlegt und dann eine neue Olive drauf macht und hin und her. Okay, erstmal muss die Bremsleitung wieder gekappt werden. Das mache ich gerade schnell. So. Stutzen rein. So, und jetzt zeige ich euch, wie das bei anderen Bremsen ungefähr aussehen würde. Und zwar ist da nämlich diese Mutter noch nicht fest eingebaut, beziehungsweise ist da die Olive noch nicht eingesetzt. So, schaut die Mutter aus. So, und da drin sitzt bei Shimano nämlich schon die Olive. Da ist sie, das nennt man Olive. Das hier, das dichtet nachher das Ganze ab. So, also andere Art und Weise, wie man es machen kann, ist, man nimmt die Leitung, dann kommt erstmal die Mutter drauf, hier die, dann die Olive, hier die, so. So führt man das Ganze in den Hebel rein und dann, man muss immer schön Druck drauf halten, also auf der Leitung immer schön Druck drauf halten, am besten mit der zweiten Hand hingehen und das beischrauben und immer schön Druck drauf halten und jetzt genauso wie vorhin ziehen wir die Leitung, die Mutter fest. So, der Druckpunkt fühlt sich sehr gut an. Hier mit dem Rädchen kann man auch noch ein bisschen die Hebelweite verstellen oder hier den Druckpunkt, aber ich denke, da habe ich sauber gearbeitet, da brauche ich nicht nochmal zu entlüften. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Einbau der Bremse. Das Hinterrad ist halt noch ausgebaut, weil ich gleich direkt auch noch die komplette Schaltgruppe tauschen werde. Da kommt nämlich auch XTR drauf und dann hoffe ich, vielleicht morgen noch zu schaffen, mit dem Fahrrad das erste Mal zu fahren. Ich bin schon so mega gespannt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet zum nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.